Hast du eigentlich deine Gesundheitsaura auch aktiv, Wem? Du hast ja noch eine von der Natur, ne? Die hat ja die Gesamtgeschwindigkeit verbessert, die macht also dementsprechend auch den Schaden noch ein bisschen höher. Schon wieder Schreinerfahrung, was ist denn das? Ich hatte gar keine Aura. Ah, die ersten Neandertaler. Und Säbelzahnlöwen. Wo sind wir jetzt gelandet, Alter? In Asien. Weil ich glaube doch, die Ursprünge des Menschen kommen doch aus Afrika, oder? Ja, kommen sie auch. Und die Neandertaler waren eigentlich nur in Europa vertreten. Ja. Die dann ausgestorben sind. Wir wollen ja Titan Quest keine Vorwürfe machen. Ja, Neandertaler sind ja ausgestorben. Tja. Konnten halt nicht überleben. Passiert halt vielen Arten. Ich meine, guck doch mal allein die Evolution und sonstiges. Das passiert uns sehr dauerhaft. Ja. Selbst heutzutage. Wir sprechen ja schon davon, dass die Deutschen aussterben werden. Sonst ist manchmal momentan in der Schule. Reden wir davon, ja. Dass wir kaum Kinder, wir haben ja kaum Kinder und sonstiges, die Deutschen. Die meisten, die dann doch Kinder kriegen, sind ja dann, wenn dann noch die ganzen hier Zuwanderer, die dann nach Deutschland kamen. Die kriegen ja immer noch ein paar Kinder, aber die Deutschen selber. Gut, man muss es ja so mal so sehen. Ich meine, wenn wir studieren, dann bleibt halt auch nicht mehr so viel Zeit meistens irgendwie für, was weiß ich was, für eine Beziehung und sonstiges. Also, deswegen entweder... Ich denke schon, das kriegen doch auch viele hin. Ja, aber meistens startet es dementsprechend dann auch irgendwie später erst. Oder halt eben gar nicht. Und zudem, okay, ich meine, wenn man es jetzt so sehen wollte, dass man rein... Das hört sich jetzt wieder so rassistisch an. Irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, warum diese Aufnahme so rassistisch ist. Wenn man rein deutsches Kind, sag ich jetzt einfach mal, haben will, ne, muss ja ein deutscher Mann mit einer deutschen Frau zusammenkommen. Und rein heutzutage gibt es halt im... Kind oder was? Nee, ich sag nicht arisch, ich sag rein... deutsches Kind einfach so. Das hört sich jetzt schon wieder so rassistisch an, aber es ist halt so. Dann muss halt ein Deutscher mit einer Deutschen zusammenkommen, so. Und es gibt ja heute auch oft den Fall, dass dann irgendwelche Deutschen mit einer Südländerin oder andersherum irgendwie zusammenkommen. Also, dass Deutsche mit Deutschen zusammenkommen, passiert ja auch gar nicht mehr so häufig, dass man wirklich sagen könnte, dass es rein Deutsche jetzt kaum noch geben würde. Deswegen, also langsam... sterben wir wirklich aus, wobei mir das eigentlich auch egal ist. Mein Gott, sollen sie doch aussterben? Das deutsche Volk ist ja immer noch deutsch. Egal, ob es jetzt nun aus Deutschen besteht oder aus Mischkulturen. Was ist in Amerika, bitteschön? Ja, wollte ich gerade sagen. Amerika ist das Gleiche. Es ist mir vollkommen egal, ob wir aussterben oder nicht, ey. Ganz genommen sind ja Amerika auch alle Engländer. Ja, eben. Eben. Die Ureinwohner gibt es ja schon lange nicht mehr. Ja, genau. Deswegen, also, nee, das wäre mir auch total egal. Das wird auch nur irgendwie so hochgehypt hier. Ich meine, solange Deutschland nicht auch noch die Ausländer nicht noch Kinder kriegen oder sonstiges, also gar keiner mehr Kinder kriegt, und man nicht sagen kann, dass das deutsche Volk ausstirbt und nicht die Deutschen aussterben, dann ist mir das relativ egal. Ja, gut, aber. Wir werden ja sehen, was dann passiert. Vielleicht ändert sich im Laufe der Jahre dann auch wieder irgendwie die Meinung dazu, weil momentan ist man ja irgendwie schon fast so ein Hartz-IV-Fall oder asozial, wenn man mehr als zwei Kinder hat, ne? Vielleicht ändert sich irgendwann auch mal die Meinung dazu, sodass dann die Leute sich mal trauen, vielleicht mehr Kinder zu haben. Weil ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch viele Frauen sich mehr Kinder wünschen, als dann nur zwei oder sonstiges. Ja, klar, gibt's bestimmt welche. Es gibt aber auch welche, die gar keine haben wollen. Das stimmt natürlich. Das gibt's ja auch die immer. Die dann eher ihre Jobkarriere machen wollen. Ja, genau. Was relativ häufig in der heutigen Zeit sogar ist. Ja, eben. Und das führt mich auch wieder zurück aufs Thema halt eben, dass man im Studium meistens ja dann auch nicht Zeit für eine Beziehung hat oder auch gar keine will irgendwie, weil man halt eben nach der Karriere sucht. Jedem das seine. Ja, nee. Eben. Feuerzauber ist... Ach, ist an. Ich war nur nicht in deiner Nähe. Ich war gerade verwundert, warum ich den nicht habe. Ja, erstmal wieder meckern wollen, ne? Ja, wow, immer wow. Das allererste. Man darf nie erstmal eine andere Situation analysieren. Man muss erstmal immer meckern. Frostschrein hier. Ja. Genau. Man darf nie erstmal eine Situation analysieren, weil dann würde ja das, was man sagt, Sinn ergeben. Das weißt du doch. Immer erstmal rumkacken, das ist immer das Beste. Das erinnert mich irgendwie auch an die, wie heißt es, an so Diskussionen wie, was weiß ich, wobei ich glaube, die haben wir schon mal im Let's Play angesprochen mit, was weiß ich hier, schwarzen Diskriminierung, obwohl das heutzutage ja wirklich gar nicht mehr stattfindet. Wenn dann irgendwie sagen, ja, man darf nicht mehr
im Kinderbuch Räuber Hotzenplotz irgendwie der Zigeunerkönig sagen oder so, dass das dann umbenannt werden soll, weißt du? Ja, das sind dann nur so Diskussionen von irgendwelchen überambitionierten Leuten, die sich darüber Stress machen, ey. Ich denke, den meisten Ausländern ist das egal, ob jetzt einer in einem Kinderbuch, was bestimmt keine rassistische Absichten hat, da ein Charakter Zigeunerkönig heißt. Ich finde, das sind so sinnlose Diskussionen, ey, über die man eigentlich gar nicht reden bräuchte. Bestimmt war da der Autor des Buches, stand da bestimmt so vor. So, und jetzt wollen wir mal kleine narzisstische Nachrichten da reinbringen, noch in mein Büchlein. Nee, das ist einfach nur irgendwie sinnlos, das Verhalten. Das ist ja fast schon kindisch, könnte man sagen. Überhaupt schon. Alt genug wahrscheinlich. Ja, eben. Es war schon, was weiß ich, wann rausgekommen. Und ja, jedenfalls sollte man es nicht so überspielen und sonstiges. Also ich ignoriere es meistens, wenn ich schon sowas lese oder finde es einfach nur lächerlich, weil es einfach keinen Sinn ergibt, sich darüber zu beschweren. Ja. Mann, ich habe keine Lebensanzeige meiner Viecher mehr. Bin auf irgendeine scheiß Taste gekommen. Ach, die Taste lässt sich schon irgendwann wiederfinden. Nee, werde ich nicht. Höchstwahrscheinlich. Nie wieder! Auf ewig! Sei natürlich, ich gucke jetzt in die Mission und Tastenzuweisung. Dann müssten wir hier aber warten, Us. Yep. Muss so schnell gehen. Ja, warten wir hier mal. Kannst du nochmal meine Skills und sowas durchgucken oder irgendwas Interessantes? Aha. Nein. Ich muss auch mal gucken, so was ich als nächstes so skille. Es gibt nichts Interessantes bei mir leider. Doch, ich weiß, also eine interessante Sache habe ich für euch auf jeden Fall. Und zwar eine Aura, die uns, wie heißt es, entweder Lifesteal gibt oder ansonsten, sorgt, dass... Warte, welche Aura waren das jetzt? Moment, lass mich kurz gucken. Inbrunst muss ich noch skillen. Entweder war es die Trance oder das war die... Moment, ich muss gerade eben gucken. Schadensreflexion? Nee, die war langweilig. Okay. Wo waren die Scheiße? Fuck. Ich finde sie nicht mehr. War die hier? Ich glaube, wenn ich meine Kolossgröße, Kolossform habe, dann mache ich mal Adrenalin hoch. Das sind gute Nebeneffekte. Nein. La 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 la. Oh Gott. La 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 la. Bro. Oh mein Gott. Upsala. Ich finde es gerade nicht. Irgendeine Trance hat uns alle verstärkt, aber ich habe gerade keine Ahnung welche. Jäger von den Neandertalern, ne? Ach ja, Asien geht noch. Ich finde nur das DLC ein bisschen nervig, immer von der Länge her. Ja, das DLC im Tower ist echt krass, Alter. Ja, das stimmt. Da ist es viel zu lang. Ja, genau. Aber man levelt nochmal gut und stirbt schön oft und das ist echt cool. Ja, wobei auf normal, glaube ich, werden wir auch nicht sterben oder so. Ja, auf normal nicht. Aber erstmal in die Hölle. Ich bin aber... Ich bin nur extrem interessiert mal in, wie heißt es? Also Spieleankündigungen gibt es ja auch noch ein paar interessante. Ich denke mal, dieses Jahr wird auf jeden Fall noch angekündigt werden, der nächste Assassin's Creed-Ableger. Dem bin ich auch mal interessiert, was dann da wieder kommen wird. Dann Call of Duty wird wahrscheinlich sowieso wieder ein Ableger kommen, das ist kein Wunder. Das ist klar. Das so langsam haben die aber keinen Platz mehr in der Vergangenheit für Assassin's Creed, ne? Ja, das stimmt. Ankommen. Wobei jetzt momentan irgendwie Samurai-Zeit noch irgendwie angepeilt wird vielleicht. Die Vergangenheit ist groß. Ansonsten französische Revolution könnte man auch noch ansteuern vielleicht. Stimmt, französische Revolution. Und man endet beim Zweiten Weltkrieg, so Parcours da. Naja, okay, das wäre nichts für Assassin's Creed. Naja, nee. Das muss ja schon... Es muss schon etwas weiter zurück sein, irgendwie Ritterzeit oder so. Ja, da, aber ja im Mittelalter gab es auch nicht richtig, da wohl bald doch Assassin's Creed 1 war schon so um die Zeit herum. Ja, würde ich auch sagen. Na gut, jetzt reden wir erstmal mit... immer noch Feier ist der erste Teil. Ja, ich habe am meisten 2 gefällt, wobei 4 eigentlich genauso gut ist. Also 4 hat mich bis jetzt ewig überzeugt. Venedig. Naja, ja eben, genau, 2 fand ich halt eben, bis jetzt war der allerbeste gewesen und 4 ist eigentlich genau gleich gut, wenn nicht sogar vielleicht schon ein bisschen besser. Aber jetzt werde ich erstmal die Hauptstory weitermachen bei Teil 4, weil ich jetzt alle Nebenaktivitäten gemacht habe. So, ich rede jetzt mit Minani mal eben kurz.
Ein Ding kam diesen Weg entlang und hielt eine gigantische Sichel. Sein Gefolge bestand aus seltsamen Bestien, wie ein Schwarm Insekten. Sie kamen wie der rollende Tod und zogen dann weiter. Ich frage mich, welch schrecklicher Plan sie nach Osten verschlägt. So. Ja, der hat nur berichtet, dass der Tekkini jetzt weiter auf diese Straße... 300. Größer Schaden? Ja. Immer halt kaum Schaden. 863. 1264. Ihr seid ja auch scheiße, ich mach keinen Schaden. Was? Ach, egal. Ich bin zufrieden mit dem Bogenschützen. Der macht mich vollkommen zufrieden einfach nur. Ich kann da schön auf der Entfernung draufballern. Und ich mach zwar nicht so viel Crit-Schaden. Eigentlich gar keinen Crit-Schaden, aber... Aber der kommt... Och, meine Güte. Nee, ich weiß, dass der Bogenschütze keinen Crit-Schaden macht. Oder zumindest eigentlich fast gar keinen Schaden, wenn er crittet. Weil Durchschlagsschaden ist. Das Gute, was der halt eben hat, ist Dot und vor allem halt eben auch eine hohe Angriffsgeschwindigkeit. Das macht Bogenschützen extrem valuable im Late-Game. Während du halt als Krieger dann, oder als Krieger-Tank, sag ich mal, entweder halt eben richtig gut tanken kannst oder ansonsten halt extrem hohen Crit-Schaden machen kannst. Ja, ich mach beides eigentlich. Bei Vamp sieht man es ja jetzt schon, er macht zwar so, mit seinem Normal-Auto-Text geht so Schaden, aber mit seiner Feuerkugel dann verdammt viel halt, ne? Das ist dann halt eben ein richtig kräftiger Burst und ja. Und inklusive Stun auch noch dabei. Ja, genau. Und damit kann er dann ganz gut Crowd Control noch liefern. Und später könnte ich ja auch noch mehr ins Ziel halt reingehen. Ja, wie du es halt machen willst. Ich würde mir jedenfalls auch noch nachher irgendwann mal einen Begleiter besorgen. Selbe Klaue. Oh. Ja, die brachte, glaube ich, Durchschlagsschaden. Da oben ist ein kleiner Miniboss oder Mini-Rare-Mob, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was, wie man die hieß. Ja, Miniboss. Immer eben Buff aktiviert, einfach so. Auch wenn es nicht nötig ist. Genau, Heldenmonster hießen die. Ja, mein Gott. Miniboss tut es auch, mir ist es scheißegal, wie wir sie nennen. Mir ist es eigentlich auch scheißegal. Yeti! Ach, die sterben immer so lustig. Ich glaube, deren Bart bewegt sich ja weiter, wenn die gestorben sind, ne? Ja. Der setzt sich einfach hin. Oh, erstmal setzen. Ja, der hier, glaube ich. Den sieht man bei mir im Let's Play auch gerade. Karte schön aufgedeckt, Jungs. Gut so. So gehört es sich ja auch. Das ist well done. Es ist ja auch Let's Play Standard hier bei uns. Wir machen das immer mit der Karte ordentlich. Mein Skill wirkt ja immer noch, der Jagdruf. Krass. Der hat eine hohe Dauer. Genau. Danke, dass du es mir gerade gesagt hast. Ah ja, ich habe vergessen, dass ich Kampfstandard am Leveln war, glaube ich, noch ein bisschen. Ich hatte gerade nur Duration im Kopf, aber das hat mir jetzt auch nicht geholfen. Ja, Duration ist das englische Wort. Ja, momentan fallen mir sowieso was. Irgendwie Rollenspiele oder sowas einfällt, fallen mir sowieso die ganze Zeit nur noch die englischen Begriffe ein und die deutschen vergesse ich wieder. Der Anglizismus der Gesellschaft passiert. Hat schon übergegriffen, meine ich. Mhm. Und entwickelt sich immer stärker. Gut, habe ich nichts gegen. Englisch mag ich. Das heißt, ob jetzt Anglizismen in der unserer Gesellschaft langsam akzeptiert werden oder nicht, ist mir eigentlich auch egal. mir wäre es recht, aber ich denke mal, viele alte Leute könnten damit Probleme haben, die kein Englisch können ordentlich. Oder... Wahrscheinlich schon. Wenn ich allein daran denke, wie meine Oma letztens Internet oder sowas so einen Prospekt bekommen hat von Vodafone, dann Flatrate vorgelesen hat und keine Ahnung hat, was das ist. Da ist ja. Ja, okay. Oder Shampoo ist dann Shampoo. Yo, Yeti! Yo, Yeti! Mist, ich erwische ihn nicht mehr. Hab daneben. Er versteckt sich. Kannst du die erwischen? Ah, die erwische ich sogar. Wer schreibt denn jetzt die ganze Zeit, ey? Komm ich so weit? Ja, komm ich. Ja, für Stun reicht's jedenfalls. Nett. Boah, wie weit die fliegen, ey. Ach, da ist der Yeti. Bam, down. Er kommt einfach angelaufen und zeigt seine Arschbacken. Voll sinnlos, warum haben die Yetis am Arsch keine Haare mehr? What the fuck? Du kennst doch... Wie hieß es? Irgendeine Affenart ist es genauso. Baboons! Nee, waren es die Orang-Utans? Schimpansen? Orang-Utan? Ich weiß, ich glaube Schimpansen waren das sogar, die den Arsch offen hatten. Ich weiß nicht. Schimpansen? Nee, das waren die Riesenviecher in dem Moment.
Babus sind das. Also auf Englisch weiß ich jetzt den Namen. Keine Ahnung. Da, wo wir drüber geredet haben. Ich weiß es auch nicht mehr. Fuck. Diese Rotarschaffe. Genau. Ja. irgendwann mitten in der Aufnahme. Bla bla bla. Stimmt, das war's gewesen. oder die alle kommen dann an. Was willst du von uns? Was, Orang-Uta oder so? Ich weiß es nicht, ob es die waren. Ich weiß auf jeden Fall, Gorilla waren die fetten Viecher. Ja, genau. Mehr weiß ich auch nicht. Du musst ja kein Biologe sein. Du bist ja Chemiker. Genau, ich muss das nicht wissen. Gut, ich bin Biologe, aber mir ist das egal.